muss eine Sache noch fragen Richtung Let's Dance, weil auch gerade in meinem Umfeld ganz viele fragen und meinten, frag doch auch mal den Pommes, wenn du ihn im Live hast. Was macht Mimi Kraus? Also ich habe ein gutes Gefühl, weil der hat ja Taktgefühl, oder? Da bin ich doch selbst so gespannt drauf. Als ich das gelesen habe, habe ich ihm sofort eine Nachricht geschrieben. Er hatte mich vorher nicht kontaktiert. Und als es dann rauskam, das war relativ zeitnah danach, also es war, glaube ich, keine Ahnung, ich habe das gelesen, sofort geschrieben, weil ich mich gefreut habe. Klar, endlich wieder ein Handballer. Ja, wir schauen mal. Ich gucke mal, keine Ahnung, er macht natürlich viel Krafttraining, ne? Das ist jetzt schon Tanzen, da muss man sich schon bewegen können, da muss man schon sein, das habe ich gelernt, man muss schon die Hüfte bewegen können, man muss den Oberkörper bewegen können. Ich habe die Befürchtung, dass Mimi vielleicht zu viel Muskulatur mittlerweile hat, um seinen Körper, was diese Tanzbewegung angeht, richtig zu bewegen. Aber ich lasse mich überraschen. Er ist auf jeden Fall, wird er beim Publikum gut ankommen, aber mit seiner Art, die er einfach hat, und ist ein guter Typ. Und wenn er das, so wie ich, hoffentlich fleißig trainiert, also es war wirklich viel Training, wir haben 8 bis 10 Stunden am Tag trainiert. Krass. Wenn er das macht, dann kann man sich da auch reinsteigern und weiterentwickeln und wer weiß, was dann passiert. Bei mir habe Das ich auch merken. nicht gedacht, dass ich am Ende gewinne. Also das war ja auch Hauptsache nicht am Anfang rausfliegen und dann war ich drin und dann hat irgendwann mal der Lambi gesagt, dass alle ja so ein bisschen überrascht sind, dass ich mich dann doch so bewege und da war ich natürlich dann angefixt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt zeige ich es euch richtig. Also, es sieht immer so leicht aus, aber es ist so viel Arbeit, ne? Das ist sehr viel Arbeit. Also das ist wirklich so, der Rhythmus ist ja, du fängst sonntags an zu trainieren und erfährst dann erst, weil es der nächste Tanz ist, das Lied dazu und die Choreografie wird dir gezeigt von deiner Tanzpartnerin, die die ausgearbeitet hat. Und an dem Sonntagabend gehst du nach Hause, hast die Musik zum Tanzen noch gar nicht gehört und denkst, das schaffe ich niemals. Fühlst dich wie ein neuer Mensch, der gerade das Laufen neu lernt, mit Fersenschritt, Ballenschritt, gestrecktes Bein, gebeugtes Bein, Drehung rechts, Drehung links. Da musst du dir die ganze Choreo irgendwie merken. Und so am Dienstagabend ist es dann so, dass du sagst, okay, vielleicht kriege ich es doch hin. Dann tanzt du es am Mittwoch ein paar Mal durch zur Musik und dann geht es donnerstags wieder nach Köln und dann ist freitags die Live-Show und dann geht der ganze Spaß sonntags wieder von vorne los. Krass, ja, Das heftig. ist, gut, ich habe 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Das war schon echt hartes Training. Und das war nicht die körperliche Anstrengung, sondern es war wirklich für den Kopf, diese Choreografien zu lernen. Das war wirklich so das Schwierigste. Dann letzte Frage. Hast du einen Tipp für jetzt, na klar, direkt auf Mimi Kraus bezogen, aber auch an alle anderen, die mal bei Let's Dance mitmachen wollen? Ein Tipp? Ich habe viele erlebt, die halt gedacht haben, sie müssten nicht so viel trainieren, für die ging es nicht weit. Also Fakt ist, nur mit Training schaffst du es da. Und dann authentisch bleiben. Wenn du authentisch bist, kommt es immer gut an.